begibt. Und nochmal ganz bewusst zu atmen. Und den Atem fließen zu lassen. Weit hinab in deinen Beckenboden. Und dann wieder nach oben. Hinauf. Über deine Zirbeldrüse, durch deinen Atlas. Bis zu deinem Stirnchakra. Auszuatmen und in deine Zirbeldrüse all deine Kristalle anzuregen und mit ihnen deinen gesamten kristallinen Körper. Einzuatmen. Und auszuatmen. Über deine Wirbelsäule. Deinen Atlas. Hinauf in deine Zirbeldrüse. Um deine Kristalle zu aktivieren. Und mit der Aktivierung deiner Kristalle kannst du schon all deine Farben sehen, deine Farben spüren. Sie flirrend und glänzend und strahlend sich ausbreiten. Atme ganz bewusst weiter in deinem Tempo, um einerseits deinen Beckenboden zu aktivieren, dein Becken zu öffnen und andererseits mit dem Ausatmen deine Zirbeldrüse zu aktivieren. Die dafür zuständig ist, all deine Sinne zu erwecken. Um dir ein wundervolles Leben zu ermöglichen, ausgestattet mit all deinen feinen Sinnen. Atme und fühle die Bewegung des Atems. Aktiviere deine kleine kristalline Kugel und lasse sie einfließen über die linke Nasenöffnung bei Frauen und der rechten Nasenöffnung bei Männern. Lasse sie aufsteigen bis zur Mitte deiner Stirn. Um dein Stirnchakra zu öffnen. Deine Hellsicht anzuregen. Lasse sie weiterfließen in die Mitte, der Mitte deines Kopfes. Und noch hier
all deine Zentren anzuregen. Zu aktivieren und anzunehmen dein Leben mit all deinen Sinnen. Weiter fließt die kleine kristalline Kugel hinab zu deinem Gaumen und deinen Atlas auszubalancieren. Über deine Kehle, um sie zu reinigen, zu klären. Hin zu deinem Herzen. Um dein Herz zu öffnen. Dein Herzensportal zu aktivieren. Und die Kraft der Magie und Manifestation in dir zu stärken. Weiter fließt die kleine kristalline Kugel hinab zu deinem Becken, zu deinem Wurzelchakra. Um dich auch hier zu verbinden mit der strömenden Kraft von Mutter Erde. Nimm deine kraftvolle Verbindung wahr. Verbindung über deine Fußsohlen, die Verbindung durch deine Steißbeinspitze, den goldenen Strahl, der hineinreicht, in das Herz, in das magnetische Zentrum von Mutter Erde. Bring deine kleine kristalline Kugel nach oben, 2 Finger breit oberhalb deines Nabels. In die Mitte, der Mitte deines Körpers. Komm an in deinem Zentrum, in deinem Punkt des Lichts. In deinem Zuhause. Verbinde dich mit deinem Ursprung. Mit dem Sitz deiner Seele. Mit deinem Punkt des Lichts.
Fühle, wie er sich ausbreitet. Und dein Feld der Reinigung aktiviert. Sich jede Zelle in deinem Körper reinigt, klärt, stärkt. Wie du aus deiner Mitte heraus beginnst zu strahlen. Schicht um Schicht alles in dir und um dich klarer, reiner und heller wird. Deine Augen strahlen. Deine Wirbelsäule strahlt. Deine Steißbeinspitze, dein Atlas leuchten. Dein gesamtes Skelett beginnt zu strahlen. Hinein in die Fingerspitzen und in die Zehenspitzen. Und mit jedem einzelnen Knochen all deine Muskeln, all deine Nervenbahnen. Deine Haut, deine Haare, deine Zähne, deine Nägel, alles strahlt, jedes Organ. Jede Zelle.
ist ein Punkt des Lichts. Du bist der Punkt des Lichts. Strahlen, verbunden mit dem Herzen der Erde, verbunden mit der göttlichen Quelle. Verbunden mit dem Universum. Und mit allen Universen dahinter. Verbunden mit allen Dimensionen des Daseins. Planet Neptun ist der achte Planet in unserem Sonnensystem. Planet Erde ist der dritte. Diesen beiden Planeten zugeordnet wird Helena, die Göttin der Vegetation. Neptun und Erde korrespondieren miteinander und führen uns in den Mittelpunkt von Mutter Erde. Wir brauchen einen festen Boden, um zu verwurzeln, um auf der Erde zu stehen und uns auf der Erde zu entwickeln. Neptun Erde verbindet uns mit der reinen Quelle der Liebe. Der Liebe des Vaters, der Liebe der Mutter. Wir erkennen, dass wir uns verwurzeln können, um ganz im Hier und Jetzt zu sein, um vollkommen in der göttlichen Liebe zu sein, um unseren Verstand zu nähren von reiner Herzens- und Liebesenergie. Fühle die Verbindung zur Materie. Fühle die Verbindung zur Erde. Mutter Erde schafft Struktur. Erzeugt den Verstand. Ohne Struktur, ohne Körper können wir uns nicht ausdrücken. Fühle diese Kraft der Verbindung. Fühle die Kraft der Struktur. Fühle die Materie. Neptun führt uns in die Mitte unseres eigenen Körpers, in die Mitte des Seins, in die Mitte des Himmels und der Erde.
So breitet sich alles aus, um an die Oberfläche zu kommen. Öffnen sich alle Anteile der Seele, die tief versunken in den ewigen Schlaf des Vergessens gelegt wurden, damit sie uns dann, wenn wir bereit sind, in diese Tiefen hinabzusteigen, unterstützen können in unserem Leben. In dem Leben, das wir gerade jetzt führen. Wenn du still wärst, um in die Kammer der Tiefe abzusteigen, wirst du erkennen, dass dies die Kammer der schlafenden Göttin, des schlafenden Gottes ist, die sich dann entfalten und zeigen, wenn du still bist. Um sich auszudehnen, zu entwickeln und die höchste Liebe, die reinste Liebe beginnt, aus dir herauszuströmen. Neptun verbindet uns dem höchsten göttlichen Dasein. Mutter Erde unterstützt uns dabei, die göttliche Liebe und das Vertrauen zu leben. Und gibt uns den Schutz, den wir brauchen, um uns zu entwickeln. Fühle in dir die Kraft, das Wissen, dass du geerdet bist und reine Liebe empfangen kannst. Dass du reine Liebe schenken kannst. Ich bin geerdet und empfange reine Liebe. Ich bin geerdet. Darum bin ich hier. Strahle aus deiner Mitte heraus, verbunden mit all den Dimensionen, verbunden mit dem Göttlichen, verbunden mit Mutter Erde. Strahle aus deiner Mitte heraus und wisse, alles ist Licht.
Verweile in dieser Kraft, in dieser Energie, solange du möchtest. Und wann immer du zurückkehrst, öffne sanft deine Augen und blicke in die Welt mit einem Lächeln auf deinen Lippen.